Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es mal wieder um eure Parfumsammlungen und ich muss an dieser Stelle erstmal sagen, vielen Dank für das grandiose Feedback auf das letzte Video. Ist wirklich geisteskrank, was ihr mir da an Klicks und Kommentaren und Bewertungen gegeben habt. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet und deshalb an dieser Stelle auch mal so ein bisschen kurz die Warnung, wenn ihr in diesem Video oder in den nächsten Videos nicht vorkommt, tut mir das wirklich sehr leid, aber ich habe jetzt bestimmt Material für 5 von diesen Videos bekommen. Ich kann leider nicht alle dran nehmen und wie immer gilt natürlich, wenn ihr die Chance haben möchtet, in einem dieser Videos hier gefeatured zu werden, dann schreibt bitte gerne eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse, steht auch nochmal in der Beschreibung drin und dann mit ein bisschen Glück seid ihr in der nächsten Folge mit dabei. Wir fangen an mit der Parfumsammlung von Christian. Er hat wirklich eine sehr schöne, nischenlastige Sammlung. Wir sehen hinten rechts auf jeden Fall die Molecule-Kollektion. Es ist ehrlich gesagt sehr selten, dass Leute mehr als Molecule O1 haben. Wenn sie Molecule O2 oder O3 haben, ist das schon was Besonderes. Aber er hat hier jetzt wirklich sehr, sehr viele. Dann sehe ich da natürlich wieder Creed Aventus und Oudwood von Tom Ford. Und zum ersten Mal, glaube ich zumindest, auch Fucking Fabulous, was ein Duft ist, den ich persönlich sehr feier, weil ja, ich den immer noch besitze. Dann Amouage, Reflection Man ist das, glaube ich. Und ein paar Designer-Düfte oder niedrigpreisigere Düfte, sage ich jetzt mal, sind auch dabei. Montblanc individuell, Prada L'Homme Intense und ja, Tom Ford Ombre Leather, wenn man das eben so ja, als Designer bezeichnen möchte. Ja. Dann sehe ich hier noch einen Kilian-Duft ganz links. Weiß jetzt aber nicht, welcher das ist. Das könnte Back to Black sein oder Black Phantom. Und dann eben noch Baccarat Rouge 540 von MFK. Sowohl in der Eau de Parfum-Variante, die etwas weiter hinten steht, und in der Extrait de Parfum-Variante, die angeblich, man munkelt, ein bisschen besser noch riechen soll. Auf jeden Fall eine sehr coole Sammlung, wohl ziemlich stark nischenduftlastig. Genauso wie das bei George der Fall ist, der mir als nächstes eine Sammlung geschickt hat. Hier haben wir auf jeden Fall auch wieder MFK, beide Varianten. Ich glaube, das ist so ein Ding, wenn du eine probiert hast, willst du auf jeden Fall auch die andere haben, weil ich glaube, dass die Eau de Parfum-Variante besser projiziert und du länger davon hast. Aber die Extrait de Parfum-Variante riecht besser. Das ist, glaube ich, so ein kleiner Trade-off, den man hat. Auf jeden Fall hat er auch noch Leighton oder Leighton exklusiv, einen von beiden. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt ja, ein glänzender Flakon ist oder ob der einfach nur so ein bisschen abgenutzt ist von dem Leighton exklusiv. Wieder Ombre Leather, wieder Reflection Man, aber diesmal eben noch Allure Homme Sport. Entschieden. Sport, Fragrance One, Sport for Man. Edition Blanche von Chanel, was ein sehr, sehr cooler Duft ist, von dem ich aber bis jetzt noch keinen ganzen Flakon besitze. Und dann hinten noch so ein paar Parfums de Mali-Düfte. Neben dem Leighton noch den Kalaan. Danke übrigens für den Kommentar oder die vielen Kommentare vom letzten Mal. Und noch Pegasus. Besonders cool finde ich, dass hier unten links zu sehen Tower Nummer 2 drin ist. Fahrenheit von Dior und dann dieser Nichané-Duft. Das ist auf jeden Fall eine Sammlung von einem Kenner. Und ich finde deshalb, dass diese Sammlung sowohl durch so Allrounder glänzt, aber auch sehr stark in eine sehr spezielle Richtung geht. Und deshalb, genau, habe ich das Ganze auch ausgewählt. Dann als nächstes die Sammlung von Collier. Relativ klein. Ich sehe hier 2 Nischendüfte und 3 Designerdüfte und dann eben noch dieses Sample Set. Er hat mir geschrieben, dass das Sample Set von Amouage ist. Und an dieser Stelle habe ich die Sammlung auch einfach nur genommen, weil ich das extrem cool finde, mal so ein Sample Set zu sehen. Weil ich glaube, dass zu viele Leute sich auf diese ganzen Flakons fokussieren und es deshalb häufig so rüberkommt, als wäre das irgendwie wichtig, jetzt so eine große Sammlung an ganzen Flakons zu haben. Und das ist was, wo ich ehrlich gesagt sehr gegenstehe, weil auch wenn ich selber viele ganze Flakons habe, ich habe eine noch viel größere Sammlung von Abfüllungen und bin ehrlich gesagt in letzter Zeit sehr dazu übergegangen, immer mehr Abfüllungen zu kaufen, weil das für mich einfach mehr Sinn macht, lieber viele verschiedene Düfte zu haben und dafür halt weniger davon, als jetzt ganze Flakons, die ich nie im Leben aufbrauche. Deshalb auf jeden Fall guter Move von dir, dass du dir erst das Sample-Set geholt hast. Und das ist auch was, was noch auf meiner Liste steht, denn ich finde Amouage im Allgemeinen als Marke sehr, sehr cool. Also vielen Dank, Kolja, für dieses tolle Foto. Als nächstes dann Lukas. Lukas, erstmal, mein erster Gedanke war, was macht denn dieser Vibrator hinten links im Bild? Aber das ist natürlich ein Bentley for Man Duft, ja, den ich bis jetzt aber noch nicht probieren durfte. Hier sind auf jeden Fall mehr Designerdüfte drin, beziehungsweise ich glaube fast nur Designerdüfte. Was ich da auf jeden Fall noch probieren muss von, ist F. Black von Ferragamo. Der soll extrem gut sein, vor allen Dingen für den Preis.
dann Azzaro Wanted oder Wanted by Night, einer von beiden ist es. Den muss ich auf jeden Fall auch noch probieren. Und ja, diese Sammlung hat auf jeden Fall ein paar Düfte, die ich auch besessen habe. Vor allen Dingen hinten One Million ist, glaube ich, was sehr viele Leute probiert haben, aber wovon man heute nicht mehr so viel hört, weil der Duft einfach totgerockt ist. Aber das ist auch ein Duft, den ich zum Beispiel lange in meiner Sammlung hatte und den ich auch tatsächlich, man glaubt es kaum, aufgebraucht habe im Laufe der Zeit. Dann als nächstes haben wir hier in diesem Video die Sammlung von Manuel, die schon die Woche davor reingekommen ist. Besonders cool finde ich hier, dass man sieht, dass Manuel einen Fokus auf einzelne Düfte legt und die auch wirklich aufbraucht. Denn der hat hier 1, 2, 3, 4 Sauvages stehen, dann 2 Fears, glaube ich, von Abercrombie & Fitch, beziehungsweise hinten dann die ganzen Creed-Flakons. Ich glaube, das ist alles. Fast alles ist davon Aventus. Ich glaube, einmal habe ich da kurz was Rotes aufblitzen sehen. Das dürfte dann Viking sein. Aber das ist halt so die andere Art von Parfum-Sammler, würde ich sagen. Die einen haben ganz viele Flakons und benutzen die alle irgendwie so immer mal wieder. Wozu auch ich übrigens gehöre. Und die andere Seite ist dann eher so fokussiert auf 2, 3 Einzeldüfte und hat noch ein paar so on top. Und das ist eben ganz klar hier der Fall, denn ich sehe hier viele, viele Flakons, die ziemlich leer schon sind und einige, wo er sich mehrere von gekauft hat. Deshalb, damit ihr auch mal was anderes seht, als nur diese ganzen Massen an Düften. Als nächstes haben wir dann hier das Bild von Sebastian. Das kam auch schon vor einer Woche bei mir an, also vor diesem ersten Video. Und das ist eine Sammlung, die finde ich einfach cool, weil sie so vintage ist und weil hier kaum ein Duft zu finden ist, den man heutzutage auf YouTube beispielsweise sieht. Das Einzige, was ich ehrlich gesagt davon kenne, ist Pour un Homme de Caron und hinten in der Ecke Guerlain, L'Instant de Guerlain Pour Homme. Ansonsten kenne ich von diesen Düften ehrlich gesagt nichts und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich viel zu jung dafür bin, weil das nämlich Düfte sind, die ganz klar aus den 80er, 90er Jahren kommen oder vielleicht sogar auch noch von davor. Und ich finde es super cool, dass Sebastian mir dieses Foto geschickt hat, weil es einfach Abwechslung reinbringt. Ja? Wir sehen heutzutage immer dieselben Düfte und ehrlich gesagt, die Düfte, die heutzutage rauskommen, riechen auch alle sehr ähnlich. Und deshalb sehr, sehr cool, dass wir hier so eine Sammlersammlung haben, auch wenn, ja, es nichts ist, was ich jetzt so kenne, beziehungsweise viele der Düfte mir einfach noch unbekannt sind. Aber auf jeden Fall fettes Daumen nach oben von mir an dieser Stelle an Sebastian. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch die Sammlung von Mario. Mario hat mir gleich mehrere Fotos geschickt, weil er nämlich sehr, sehr viele Düfte besitzt. Neben einer ausgeprägten Sample-Sammlung, die ich auch an dieser Stelle nochmal zeigen möchte, weil ich das nämlich, ja, wie gesagt, wichtig finde, Samples vorher zu bestellen und keine Parfums blind zu kaufen. Dann diese Aaron Terrence Hughes Düfte, von denen er irgendwie ganz viele hat, habe ich bis jetzt ehrlich gesagt noch nie was von gehört. Also wirklich völlig unbekannt die Marke, deshalb kann ich da auch nichts zu sagen. Und dann eben diesen sehr, sehr belasteten Wandschrank, wo die Regale sich schon so ein bisschen durchbiegen, weil da so viele Sachen draufstehen, mit so ziemlich allem, was man kennt, beziehungsweise auch vielleicht nicht so wirklich kennt. Ich denke, zwei der eher unbekannteren Düfte sind hier L'Homme Ideal von Guerlain. Zwei sehr, sehr tolle Düfte, die aber, je nachdem, welche Variante ihr davon probiert, komplett anders riechen, zumindest so für meine Nase. Aber trotzdem sind das Düfte, die so diesen klassischen Guerlain-Charakter, finde ich, sehr gut widerspiegeln. Und dann eben, ja, das Übliche. Also John Varvatos hat er 4 Düfte von Sauvage von Dior, Boss Bottled. Auch sehr schön zu sehen, dass hier mal was bottled by ist. War, glaube ich, bei den vorigen bis jetzt noch nicht so. Dann wieder Abercrombie & Fitch, First Instinct ist das, glaube ich. Dann Yves Saint Laurent Y, bin ich persönlich jetzt nicht so der große Fan von, aber ja. Uomo von Valentino, Encre Noir, ein fantastischer Vetiverduft von Lalique. Und dann unten noch die 3 Klassiker, Herod, Leighton und Pegasus von Parfums de Mali. Also sehr, sehr viele bekannte Düfte. Und oben rechts habe ich noch By the Fireplace und Jazz Club von Maison Margiela. Die sollen übrigens auch extrem gute Düfte sein, habe ich aber bis jetzt noch nicht die Chance gehabt, die zu testen. Im Gesamten aber auch wieder eine sehr coole, umfangreiche Sammlung mit vielen verschiedenen Duftcharakteren. Vor allen Dingen, denke ich, sieht man das daran, dass da auch Anteos mit drin steht. Also da hat sich der Mario auf jeden Fall sehr viele Gedanken gemacht und es ist nichts, was jetzt irgendwie doppelt wäre, wenn ich jetzt mal von Y von Yves Saint Laurent absehe, weil das ist wirklich einfach nur ein unnötiger Duft, meiner Meinung nach. Ja. Und genau, deshalb aber auch wieder eine sehr coole Sammlung. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal herzlich für alle Einsendungen von euch. Wie gesagt, lasst die E-Mails auf jeden Fall kommen, wenn ihr möchtet, dass ich eure Parfumsammlung mal anschaue und dann vielleicht in einem Video auch rezensiere, dann ja, schickt mir auf jeden Fall eine E-Mail. Ich freue mich auf euren Input.
Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.